Wir freuen uns auf eine schöne Übertragung und wir freuen uns vor allen Dingen auf die Cable Guy Premiere von Maxi Franzrep. Also der Goalie heute verkabelt. Schauen wir mal, was der alles so zu sagen hat. Willkommen. Martin Holzer steht bereit am Bulli. Die beiden Goalies sind auch bereit. Natürlich auch die Center Tyler McNeely und Patrick Pohl. Und jetzt zwei Verteidiger mit drauf, aber ein Stürmer mit Marco Pfleger in guter Schussposition. 1:0 Tölzer Löwen. Gute Arbeit, schießen, Jungs. Also Maxi Franzrep mit der Anweisung, schießen, Jungs, das hat Marco Pfleger gemacht und er trifft genau unters Dach, führt seine starke Serie fort. In Weißwasser hat er einen Hattrick gemacht und auch heute trifft er wieder. Erneut Reed Garden. Was für ein Abschluss. That's what we need. That's what we need. Das ist es, was wir brauchen, wie Maxi Franzrep sagt. Und ein wunderbarer Direktschuss, Ovechkin-Style von Reed Gardiner im Bullykreis gegen die Bewegung von Michael Pitzer. Und ab ins Kreuzig. Saisontor Nummer 27 für Rudi, wie er mittlerweile im Team genannt wird. Gardiner, klasse. Jetzt mit ganz viel Platz und Max French 3:0. Was für ein Schiff dieser Reihe. Sehr gut, Männer. Guter Switch. Direkt die Analyse vom Löwen-Goalie. Guter Switch. Also da schön gewechselt und dadurch Reed Gardiner mit Platz. Und er findet seinen kanadischen Kollegen Max French, der Top-Torschütze der Liga, trifft zum 36. Mal in dieser Saison. Wandtuch jetzt mit Platz vor dem Tor, Pfostenschuss. Über die Becker. Ja, schöner Querpass. Kenny Morrison mit ganz viel Platz, wichtiger Save von Pitzer. Und dadurch ihn auch echt schnell jetzt wieder fit bekommen. Ovinio, schöner Save von Franz Repp. Wahnsinn. Hey, Boys! Hey. Ja, klasse Save. Also es war schlau gemacht, erstmal von den Eispiraten, dann Vigneault komplett frei und Fanghand Franz Repp. Oh, Vigneault nochmal mit der Möglichkeit, umkurvt das Tor und findet vor dem Gehäuse einen Mitspieler, Ivanek. Oh, guter Vorcheck von LeMay. Glück gehabt. Oh, wieder Franz Repp. Bleibt aus Löwensicht natürlich zu hoffen, dass das zu den Playoffs auch so bleibt. Pfostenschusspfleger. Ja, schön durchgesetzt. Ja. Schlage. Oh, klasse, Lubor, die Belka, eine Augenweide, wie er sich durchsetzt. Und dann abgeblockt und es gibt eine Meinungsverschiedenheit. Aber nochmal Edfeld und in der Mitte Morrison. Jawohl. 4:0. Sehr schön. Aber gerade noch. 0,3 Sekunden. 0,3 Sekunden stehen auf dem Videowürfel. Hinten aufpassen. Hier der Zweikampf gewonnen. Da war Krimmetscholler schon in der Kabine. Edfelder zur Mitte und Kenny Morrison. Schöner Direktschuss. Saisontor Nummer 5. Wichtig. Nochmal ein Signal vor der Pause. Petre Pohl rüber zu Patrick Pohl. Ja, nochmal zu Petre und drüben wieder Maxi Franzrep. So, wir hören rein bei Maxi Franzrep nach dem 6:1 Sieg der Tölzer Löwen gegen die Eispiraten Krimmetschau. Gute Arbeit, Männer. Kenny, hey, good, nice goal. No. Keine Prämie für dich. Ja, und keine Brezel für euch oder so. Job, gute Arbeit. Hey, das war's. Jason Svetow, NHL. You couldn't make one more save for a shutout? No, because I want, don't want to buy donuts and brezels. Also, maybe it's so good out. Gute Arbeit. Juhu! Job, Max. Schönes Tor, gell? 1-0. Job, Tyler. Another great job. Gute Arbeit. Ah, alles gut. Ich hab schon zu den Zuschauern gesagt, das passiert. Auch wenn Andreas Schwarz macht Fehler. So, liebe Zuschauer, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber ich mach's, glaube ich. Muss ich mir noch überlegen, ob ich es nochmal mache.